So, bevor ich jetzt anfange, will ich dich darauf hinweisen, dass wir zwei jetzt von jemandem beobachtet werden. Nämlich von dem, der uns zwei jetzt ausklingt. Und das ist auch der Einzige, den ich das erzähle. Ich muss zurzeit so schmunzeln, weil ich so viele Briefe kriege von Menschen, die ich mir ausdenke, wenn bei mir ein Mail auftaucht und du merkst, ich rede jetzt als ganz normaler Mensch, als Brüssel-Udo, so wie du auch denkst, wenn du ein Mail kriegst. Der feine Unterschied zwischen uns zwei ist, dass in meinem Programm nicht eine Sekunde der Glaube ist, dass das Mail von irgendeinem Affen kommt, der da außen sitzt und mir jetzt eine Mail schreibt. Es muss dir klar sein, in dem Moment, wo du das erste Mal hörst, kannst du das nicht verstehen. Da muss man die Ohrenbohrungen studieren. Und ich weise immer wieder darauf hin, ich rede von dem, was hundertprozentig sicher ist und was mir jetzt wichtig ist. Und da will ich ein Beispiel bringen. Es gibt in meiner Schöpfung keine Zufälle. Und wenn ich sage, in meiner Schöpfung, ist es natürlich nicht die Schöpfung von dem Udo Petscher, den du dir jetzt ausdenkst, aber sehr wohl von dem UP Elium 86. Und jetzt ist es also so, dass du immer mehr erkennen wirst, wie unendlich geistlos die Figuren, die Antagonisten in deinem Traum sind. Und die Ursache dafür ist der Protagonist, das bist du selbst. Es sind eigentlich nur Spiegelungen von deiner eigenen Unachtsamkeit. Und ich will jetzt hier ein ganz kurzes Shot-up machen, da wollen wir gar nicht so lange rumtun. Und die Grundaussage ist, jegliche Form von Leid, die du Geist erlebst, entsteht in dem Moment, wo du mit irgendeiner Information, die in dir auftaucht, gleichgültig, ob jetzt das ein Gedanke ist, der in dir auftaucht, oder eine sinnlich wahrgenommene Information, mit der du konfrontiert wirst. Wenn du mit dieser Information nicht einverstanden bist, dann wirst du leiden, mehr oder weniger stark. Gleichgültig, um welche Information es sich jetzt handelt, wenn du mit irgendeiner Information nicht einverstanden bist, leidest du, und zwar bis in alle Ewigkeit, weil du ein ewiger Geist bist. Und ich weise jetzt immer wieder darauf hin, dass jede Gedankenwelle, die in dir auftaucht, gleichgültig, ob das ein Gedanke ist oder eine sinnlich wahrgenommene Information, ist ein Puzzlestück vom Heiligen Ganzen, das herausgespiegelt wird. Und wenn du das anders haben willst oder gar nicht haben willst, entheiligst du dich. Ja. Das kannst du dir jetzt nochmal 5, 6 Mal anhören oder nochmal 1000 Mal und 1000 Jahre anhören, wenn du willst. Das wird so lange dauern. Das ist diese Geschichte mit dem blinden Arschloch, wo ich immer wieder darauf hinweise, dass ein Beobachter, der mit irgendetwas, was er beobachtet, nicht einverstanden ist, entheiligt sich. Und das ist die Quelle von Leid. Und ich bringe jetzt einmal ein kleines Beispiel, dass ich immer wieder sage, bei Holofeeling geht es nicht darum, mit welcher Parteilichkeit, mit welcher politischen Partei, mit welcher religiösen Strömung oder Sekte oder Glaubensgemeinschaft du sympathisierst. Es ist eine Entheiligung. Es ist eine Selbstentheiligung. Es gibt einen verbindenden Parameter für alles, was du dir ausdenkst, für alles, was du zu sehen bekommst. Das bist du selbst. Ja. Es klingt bei deiner normalen Erziehung extrem ungewohnt, wenn ich sage, du bist der Schöpfer, du bist der Gott für alles, was du denkst, aber es ist eigentlich hundertprozentig sicher. Und solange du das nicht akzeptierst, wirst du leiden. Ich zeige dir den Weg in die absolute Freiheit, in eine vollkommen neue Welt. Ich werde deine Traumwelt so massiv verändern, wenn du mir vertraust. Jetzt ist es aber, da musst du zuerst nochmal einfach zuhören, wenn du Selbstgespräche hörst, und ich bringe jetzt dann ein ganz kurzes Beispiel, dass elementare Aussagen von mir einfach nicht wahrgenommen werden. Es ist immer die Einseitigkeit. Alles, was du zu sehen bekommst, läuft durch einen Filter und du wertest es ständig einseitig, in richtig und verkehrt, in gut und böse. Und ich sage, bei Holofeeling geht es nicht darum, was richtig und verkehrt oder gut oder böse ist, sondern es geht zuerst einmal um das, was jetzt da ist. Jetzt zum Beispiel sage ich, wieder sind zwei Pixelmännchen vor dir auf dem Monitor und du hörst einen Lautsprecher zu. Das ist hundertprozentig sicher. Ob das in der Vergangenheit aufgenommen wurde, ich betone das immer wieder, es kann niemals in der Vergangenheit aufgenommen worden sein oder in der Zukunft abgespielt werden. Was passiert, passiert hier und jetzt und es kommt aus dir. Du müsstest nur akzeptieren, dass du träumst. Und dann ist es nicht die Frage, ob du jetzt zum Beispiel für Putin bist oder für die Amerikaner, die NATO bist, ob du fürs Impfen bist oder gegen das Impfen bist. Bei Holofeeling geht es darum, wer denkt sich diese Gedankenwelle aus? Und du sollst dir zuerst einmal bewusst machen, mit welcher Einseitigkeit und damit zwangsläufig
mit welcher Einseitigkeit du jetzt sympathisierst, wobei das Wort Sympathie eigentlich Mitleiden heißt, aber das Wort Leidsache kann man auch wieder umdrehen, weil es geht immer um diese Spiegelungen und damit entheiligst du dich selbst. Ja. Und das ist eigentlich die große Kunst, das ist dieses Christusbewusstsein, dieses fordert dein Wille geschehe. Und ich habe auch schon darauf hingewiesen, dass das das nächste große Problem ist, weil jetzt willst du schon wieder den Willen von irgendjemand anders erfüllen, den du dir ausdenkst, den du mächtiger ansiehst als dich selbst. Solange du glaubst, der von dir übermächtige Gott, den du jetzt denkst und in dem Augenblick erschaffst du eine Vorstellung, einen Gott in dir. Der absolute Gott ist ein nicht denkbares, absolutes Nichts. Und der Sohn von diesem absoluten Gott ist auch nichts. Ja. Es sind symbolische, das bist du. Das sind symbolische Bilder. Und ich will jetzt ganz kurz mal ein Beispiel bringen. Dazu übertrage ich den Bildschirm. Wir machen auch nicht lange. Das ist jetzt ein Schreiben, wo ich bekomme. Von wem oder was ist? Sekundär. Wir gehen das ganz, ganz kurz durch. Gerne höre ich die Selbstgespräche zu deinen verschiedenen Gesprächen. In den letzten Monaten habe ich Differenzen mit dem, was ich dir sagen lasse. Es ist schon sehr interessant, es ist so viel Bewusstsein da. Ich habe Differenzen mit dem, was ich dir sagen lasse. Das wäre jetzt das rote Ich natürlich in Verbindung mit seinem blauen Ich. Wenn der blaue Udo spricht von den Linksfaschisten, die unsere Regierung zurzeit stellt. Das ist schon mal eine ganz klare Aussage. Und jetzt kommt, dass man wissen muss, dass ich immer das Gegenteil bin von dem, was du gern haben möchtest. Ich stelle dir immer die Gegenseite zur Schau. Ja. Den muss ich jetzt wegmachen. Den wollte ich gerade anrufen. Jetzt ist es also so, wieso? Weil wir uns vervollkommnen wollen. Das heißt, wenn du was gut siehst und das Spiel kannst du jetzt, wenn du die Offenbarungen dir anhörst, kannst du wirklich 20 Jahre zurückverfolgen, dass ich sage, wenn du zum Beispiel ein Raucher bist, weil ich dir einen militanten Nichtraucher vorspielen und wenn du ein militanter Nichtraucher bist, werde ich dich einqualmen, wenn das bloß noch so geht, bis du anfängst, diese Gegenseite zu lieben. Ja. Es sind Gedanken. Was sind jetzt, was löst das Wort Linksfaschisten bei dir aus? Links ist zuerst mal links, ist linkisch, ist verdreht, ist umgekehrt. Es geht immer darum, dass du zuerst einmal dir die zwei gespiegelten Seiten bewusst machst. Und dann haben wir natürlich, sobald du die zwei Seiten kennst, kriegen wir 4 Seiten, kriegen wir 8 Seiten, kriegen wir 16 Seiten. Da gibt es reichlich Themen dazu in Holofeeling. Und immer daran denken, so unendlich kompliziert die Holofeeling zu erscheinen scheint. Ja. Es ist eine Vereinfachung von einer Vereinfachung von einer Vereinfachung. Und du wirst merken, ich betone immer wieder, umso komplizierter wir was machen, umso größer wir den Haufen vom Wissen machen. Umso mehr vergrößert sich auch die Vereinfachung. Du bist in jedem elementaren Satz von Holofeeling. Wenn du einen einzigen Satz wirklich verstanden hast, hast du alles verstanden. Ich wiederhole, jegliche Form von Leid, die du Geist erlebst, das erlebt nicht der Affe, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst, das erlebt nicht dein Gehirn, du erlebst es. Steht und fällt mit Einverstandensein. Leid ist immer verbunden, dass du mit irgendetwas nicht einverstanden bist. Oder irgendetwas dir einredest, das du haben willst, um glücklich zu sein. Das ist die Quelle von Leid und von Unzufriedenheit. Wenn du mit dem Jetzt einverstanden bist, was jetzt da ist, und das, was jetzt da ist, in einem ständigen Wechsel, ist absolut leicht zu überschauen. Schau einfach, was jetzt da ist. Das ist das, wenn ich immer sage, Cut. Ja, da ist ja fast nichts da. Ich sage, kann man ganz leicht überschauen. Wenn du Zeitung liest, ist es ein Fetzen Papier, wo Farbe drauf ist. Ja. Diese Farbspritze nehmen eine Anordnung an. Jetzt zum Beispiel auf dem Monitor, wenn du schaust, das sind jetzt Worte. Da sind noch einmal Geräusche da, die musst du zuerst aus den Worten generieren. Den Linksfaschisten, die unsere Regierung zurzeit stellen. Was ist jetzt diese Regierung? Es sind einfach nur ein paar Worte. Das ist das, was jetzt ist. Absoluter Frieden. Bis du anfängst, das auszulegen. Ja. Wobei nicht einmal das Auslegen aus dir auszudenken. Aufgrund dieser Worte denkst du dir was aus. Gleichgültig, ob du die Worte jetzt auf dem Monitor, auf einem fetzen Papier, genau genommen auf deiner VR-Brille sind, dich wahrgenommen siehst oder ob du Geräusche hörst, das sind Worte, nur in einer anderen Form. Aber die kommen nie von außen, wenn du träumst. Ja. Okay, jetzt machen wir da weiter. Ich stelle jetzt hier
das, was jetzt dieser Geist mit seinem Programm aufwirft, ich drücke mich einmal so aus, dass immer du selbst bist, weil du nämlich alle Programme selbst durchleben musst, sagt wesentlich mehr aus über ihn, wie über jemanden, den er kritisiert. Ja. Das ist das Interessante. Du erlebst ja nur dein eigenes Denken. Und darum wiederhole ich immer wieder, du erlebst nur deine eigenen, selbst erschaffenen Informationen. Und ich mache jetzt in Klammern nochmal dazu, dazu zählen auch alle sinnlich von dir gemachten Wahrnehmungen. Nicht wahrgenommenen Wahrnehmungen, sondern von dir gemachten Wahrnehmungen. Es ist nur, dass du von dem Bereich des feinstofflichen Denkens die Bilder auf deine VR-Brille holst. Mhm. Okay, demgegenüber die AfD-Redner mit dem feinsten Reden die Wahrheit verkünden. In der Art und Weise habe ich das noch nie ausgedrückt, sondern ich sage ganz definitiv, geh einfach einmal in den Bundestag, im Internet gibt es YouTube-Videos und du wirst feststellen, dass die AfD eigentlich die geistreichsten Reden hat. Ich sage deswegen nicht, dass das Richtige ist. Es ist auf jeden Fall wesentlich mehr der Wirklichkeit entsprechend und da kommen wir gleich weiter zu dem Putin. Ich betone immer wieder, es geht nicht darum, ob der Putin ein guter oder schlechter ist. Für dich wird er das sein, was du glaubst, dass er ist. Übrigens, das Wort schlechter kann man auch mit einem E schreiben, ein schlechter. Von Abschlachten. Der gar nicht aggressiv sein kann, weil Russland bzw. Russland noch nie ein Land angegriffen hat. So habe ich das auch noch nie gesagt. Ich habe gesagt, wenn du das einmal recherchierst, mit deinem Programm in deinem Internet, wirst du zuerst einmal feststellen, dass Russland definitiv selbstverständlich Länder angegriffen hat, aber in der Regel alle Länder, schau, gib einfach mal in Wikipedia ein, welche Länder hat Russland angegriffen die letzten 100 Jahre und dann wirst du feststellen, es sind eigentlich nur Länder, die unmittelbar an Russland angrenzen und viele davon zu ursprünglichen Sowjetrepubliken gehört. Es ist eigentlich ein internationaler Kampf. Und Assad ganz feine Gesichtszüge hat und gar kein böser Mensch sein kann. Ich sage, das ist prinzipiell möglich, aber wenn du jetzt das einmal analysierst, es gibt 3 oder 4 Videos, die du finden wirst in Deutsch, wo er von Amerikanern interviewt wird, musst du nur dein Internet durchsuchen, da wirst du feststellen, er redet mit so einer Bedachtheit und von der Physiognomie müssen wir gar nicht reden. Ich sage immer, wie innen zu außen. Das ist einmal das Nächste. Und ich könnte jetzt viele Geschichten machen. Du kennst es immer nur vom Hörensagen. Ja. All deine Einseitigkeiten, deine einseitigen Kritiken, die du jetzt in dir aufbaust, sind geistlos nachgeäfft, wenn du es nicht am eigenen Leib erlebt hast oder selbst erlebt hast, so wie man das so schön sagt, am eigenen Leib oder mit eigenen Augen gesehen hat. Alles, was du vom Hörensagen kennst, ist komplett austauschbar. Das ist, wenn ich betone, alles, was man dir über Mikrokosmos, Makrokosmos und vom Hörensagen erzählt. Ja. Ist komplett austauschbar. Du bist ein Computer, ich gebe dir ein anderes Programm und du baust andere Bilder auf. Und die sind dann für dich immer absolut logisch. Bevor du nicht akzeptierst, dass du jetzt träumst oder meine Symbolik, dass es wirklich eine Matrix ist, und auch hier betone ich nochmal, ich beweise dir mit Holofeeling mit 100%ig arithmetischer Sicherheit, dass du dich in einer Matrix befindest. Aufbauend auf den ganzen Wissen deiner Menschheit, allen voran der Naturwissenschaft. Frage, sind das alles Fehler im Führerscheinprüfungsbogen oder nur altfränkische Stammtischeinwerfungen des blauen Udo? Die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen sind nicht das, es sind das, was du hier, du Geist, dir jetzt ausdenkst. Ist zuerst einmal einer, der den Udo schreibt, ein Udo, der da dargestellt wird als der blaue Udo, sind doch alles deine Gedanken. Ist es so schwer zu verstehen, dass das Einzige, was du zu sehen bekommst, deine eigenen Gedanken sind? Ja. Es setze für das Wort Gedanken einfach das Wort Informationen. Das ist 100%ig sicher. Und es sind übrigens nicht alles Fehler im Führerscheinprüfungsbogen, sondern das sind die Vervollkommnungen vom Fehler in deinem Führerscheinprüfungsbogen. Weil ich interpretiere jetzt einmal diese Worte, dass, jetzt reden wir mal von Brösel zu Brösel, in deiner normalen Logik, dass einer, der das einem von ihm ausgedachten Udo schreibt, schwingt im Hintergrund ja mit, dass er damit nicht einverstanden ist. Mhm. Wenn der blaue Udo spricht, das ist jetzt eine Interpretation, den Linksfaschistischen unsere Regierung stellen, gehe ich einmal davon aus, dass er unsere Regierung nicht als linksfaschistisch ansieht, sondern als Landesväter, als Politiker, die sich ja nur so extrem um ihre Bürger sorgen. Dann solltest du wirklich mal aufmerksam deine Zeitung lesen, um was denen eigentlich geht. Sonst hast du mal meinen eigenen Arsch. Ja.
Es ist sowas für unsozial. Es ist übrigens eine Aussage, die ich vor über 20 Jahren jetzt gedacht, schon getätigt habe, dass ich sage, wenn du wirklich Asozialität, asozial, nicht Brüderlichkeit, wenn du das einmal wirklich leben willst, dann schau dir Bundestagsdebatte an. Jetzt noch viel krasser wie vor 20 Jahren. Wenn zum Beispiel AfD-Redner, wenn sie dem im Bundestag einen gewählten, vom Volk gewählten Vertreter das Wort verbieten und der ist gar nicht mehr drin sitzen, weil wenn die AfD was erzählt, ist sowieso 80% im Bundesrat leer. Zumindest das, was ich auf dem Fernseher sehe. Ich war ja noch nie dort oder auf dem Monitor. Ja. Und dann wird gebuht, wenn irgendeine Aussage kommt, die teilweise so klar sind, so auf den Punkt treffen für die heutige Zeit, für die vollkommene Entgeistigung der Menschheit. Das gilt für alle Parlamente. Ich erinnere zum Beispiel an das Europaparlament, wie die Corona-Impfungs-Serum bestellt wurde und dann die Abgeordneten sagen, wir haben da überhaupt nicht mit abgestimmt. Und mit Protest haben sie dann die Verträge, die das Europäische Parlament geschlossen hat mit den Pharmafirmen, haben sie sich die Verträge geben lassen, wo über 70% geschwärzt sind. Die haben da weder abgestimmt, noch überhaupt, dass die Verträge gesehen haben, diese widerlichen Verträge. Du lebst jetzt in einer Zeit von Angst machen und Geld, es zieht sich immer mehr zu, aber nur wenn du dir das ausdenkst, das ist natürlich für mich, ich kann jetzt an Geist reden, was du dir ausdenkst, was du selber bestimmen. Ob du jetzt da den Udo recht gibst, zum Beispiel, wenn du das liest, den Udo, den du dir ausdenkst, oder den, der das hier einfach zur Ansprache bringt, den Putin, der gar nicht aggressiv sein kann, weil Russland ja noch nie ein Land angegriffen hat. Das sind, du machst aus den Worten Vorstellungen. Was absolut aggressiv ist, das sind die Amerikaner. Und ich rede jetzt von einer offiziellen Vergangenheit. Zum Beispiel von den Corona-Zahlen im Krankenhaus, von den Betten, die gefälscht wurden, die Bettenzahlen. Du lebst in einer vollkommen kapitalistisch verlogenen Welt. Ich nenne das ganz einfach Sodom und Gomorra. Ja. Und das, was ich jetzt hier anspreche, ist immer die Gegenseite. Hättest, wärst du wer anders und du hättest einen anderen Traum, würde ich genau das Gegenteil behaupten. Weil ich dir vor Augen führe, was dir zur Vollkommenheit fällt. Wellenberg und das Wellental. Und jetzt ist es ganz wichtig, was ich immer wieder betone, solange du Einseitigkeiten anstrebst, entheiligst du dich. Wenn du nur gesund sein willst oder nur Sonnenschein haben willst, nur Frieden haben willst, wirst du alles zerstören. Es wird alles um dich herum in Fetzen gehen. Und da du das nicht willst, wiederhole ich das in tausenden von Variationen in deiner Vorstellung von Welt, wo du ums Überleben kämpfst, wo du mal gesund bist, wo du wieder krank bist, weil du in dem unbewussten chronologischen Denken bist und noch nichts weißt von einer heiligen Welt. Ein heiliges Denken ist was ganz was anderes. Ja. Das ist einmal das, was sehr, sehr wie ich dick ist, wenn du dieses dick, diesen Mittelpunkt erreichen willst. Mhm. Was ist, ist das da mal das, was jetzt da ist und das sind einfach nur Gedanken? Ja. Und was da das Gute und das Böse ist, die Frage stellt sich nicht mehr, wenn du der bist, der sich beide Seiten ausdenkt und anschaut und nicht mehr parteiisch ist mit irgendeiner Seite. Das ist ungefähr so, wie wenn du dir jetzt deine eigenen Körper ausdenkst, vom Säugling bis zum Greis, willst du da ein bestimmter davon sein? Bist du nicht alle? Und ist nicht jeder dieser Körper trocken außen auf dem Körper, an die du denkst, wenn du an dich denkst, gleichgültig, ob du dich jetzt als 6-Jährigen, als 10-Jährigen, als 30- oder 80-Jährigen denkst, dass wenn du den erschaffst, diesen Körper hier und jetzt als Information, dass der jetzt auftaucht, aber auch jetzt wieder verschwindet, wenn du an was anderes denkst? Ja. Das ist alles hundertprozentig sicher. Wir landen immer wieder bei meinen tausendfachen Wiederholungen die Geschichte vom Ersten und vom Zweiten. Ich bin der Erste. Ich bin der absolut Erste. Alles, was ich dir sage, kann jedes Kind mit minimalem Intellekt sofort auf der Stelle überprüfen. Also gut, denk einmal an deine rechte Hand und achte mal, wie lange die da ist. Solange du daran denkst. Und zu glauben, dass das, was du jetzt denkst, unabhängig von dir da außen existiert, auch wenn du nicht dran denkst. Jetzt denk einmal an dein Gehirn. Dann ist es nochmal mal mehr da draußen, das ist ja in dir drin. Es ist, dass damals ein Gehirn ist, ein Gedanke ist, eine Information von dir. Wo war das Gehirn, bevor du es gedacht hast? Und jetzt kommt eine Naturwissenschaft, die dir hundertprozentig sicher erklärt, dass das auch dann da ist, wenn du nicht dran denkst, weil ohne das Gehirn, das du jetzt denkst, wird es dich ja nicht geben. Ich sage, dieses Gehirn wird es ohne dich nicht geben. Genau. Weil geh eben, Geist ist eben. Das ist hundertprozentig sicher. Es wurde mit der kompletten Entgeistigung der Naturwissenschaft die Kausalität auf den Kopf gestellt. Und das können wir jetzt weitermachen. Die Fragen, Fehler im Führerscheinprüfungsbogen, das sind keine Fehler. Wenn du jetzt das
als verkehrt ansiehst, was ich hier sage, dass zum Beispiel der Putin ein Böse ist und der Assad auch ein Böse ist, dann sind es durchaus, was ich dir jetzt zeige, nicht die Fehler, sondern das sind die Vervollkommnungen dazu, weil ich genau die Gegenseite dir zeige. Ja. Es geht nie um richtig und verkehrt. Es geht um den, wer denkt sich das jetzt aus, wer denkt sich die Welle aus und wer sympathisiert eigentlich davon nur mit einer Seite, obwohl er die ganze Welle in sich erschafft. Jede Verbesserung, die irgendeiner anstrebt, es ist auch das Thema mit der Erdkugel, mit dem ganzen Umweltschutz ist vom Tisch. Ich rede von einem vollkommen neuen Weltbild. Weil eine Erdkugel nämlich auch bloß was Ausgedachtes ist, was du bloß vom Hirn sagen kannst. Das zu glauben, dass das bewiesen ist, ich schlage dir deine ganze wissenschaftliche und religiöse Erkenntnis um die Ohren, die du geistlos nachblätterst. Bewiesen ist das, was jetzt ist, das ist hundertprozentig sicher. Und dann kannst du nochmal trennen, ob es ein feinstofflicher, bewusster Gedanke von dir ist oder ob es eine sinnlich wahrgenommene Information ist, die genauso von dir erschaffen wird, bloß dann realisiert wird auf der VR-Brille. Okay, bin ich schuld, dass ich dir das alles sagen lasse? Genauso ist es. Ich sage fast in jedem Selbstgespräch, du träumst jetzt alles, was der Udo dir in deinem Traum erzählt, jetzt in dem Fall dieses Pixelmännchen, ist, weil du das jetzt träumst. Ich bin der, der dich das träumen lässt. Das heißt, die ganzen Fragen sind tausendfach beantwortet worden. Ja. Oder habe ich mal wieder von Holofeeling rein gar nichts verstanden? Das ist der erste Weg zur Selbstverbesserung, wobei hier eine Frage stelle, die ich ganz klar mit Ja beantworte. Und das beantworte ich den Geist, der mit diesem Programm arbeitet. Ein Holofeeling-Freund sagte mir, Udo kann mich beleidigen, aber das ist gar nicht meine Absicht, ich möchte nur etwas klarstellen. Also Udo kann man nicht beleidigen. Das ist richtig, wie willst du dann Gedanken beleidigen? Okay. Meinst du den Pixelmännchen, den kannst du jetzt nennen, was du willst, von dem kannst du denken, was du willst. Dem Pixelmännchen ist es vollkommen gleichwürdig, dem Udo jetzt auf dem Bildschirm. Wenn man wieder das Bild umschalten, natürlich den kleinen Hund in der Ecke wahrscheinlich bei dir. Aber wie sieht es jetzt aus, wenn du jetzt, na, das Pixelmännchen, das ist ja logisch, dass man den nicht beleidigen kann, aber den Udo kann ich doch beleidigen. Was ist der Udo jetzt? Der Affe, der Menschenaffe Udo Böttcher, den du dir jetzt denkst, ist jetzt das da mal nur ein Wort und du kannst jetzt einen Gedanken davon machen. Kannst du einen Gedanken von dir beleidigen? Das ist doch das, was jetzt ist. Ja. Interessanter wird es, wenn ich dann sage, ich bin du. Dasselbe gilt übrigens, und ich schalte jetzt da gleich weg und dann lassen wir das gut sein. Das ist, ich wiederhole das in jedem Gespräch und jetzt beobachte dich doch einmal selbst. Beobachte dich selbstständig. Und jetzt haben wir natürlich verschiedene Arten von Beobachtung. Auch das wird sich, wiederholt sich und wiederholt sich so lange, bis du zuhörst. Das ist jetzt überhaupt nicht kompliziert, was ich dir sage. Wenn wir uns einmal erheben geistig und wir denken uns jetzt, wie gesagt, die erste Stufe ist diese sinnlich wahrgenommene Avantgarde, die vollkommene Identifikation mit dem Trockennassen auf dem Körper, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Der wohlgemerkt nur existiert, wenn du an deinen Körper denkst. Der leidet, der empfindet, aber nicht dieser Gedanke deines Körpers. Da kann der Udo tausendmal sagen, wenn du Zahnschmerzen hast, dein Zahn hat keine Schmerzen. Wenn du Kopfschmerzen hast, dieser Kopf, den du dir jetzt ausdenkst, er als Ding an sich, diese Information hat keine Schmerzen. Den Schmerz empfindet nur der Geist, der träumt. Nur der Geist, der träumende Geist erlebt den Traum. Es erleben auch nie irgendwelche von dir ausgedachten Figuren, auch wenn die auf deiner VR-Brille für dich jetzt sprachlich 100% real erscheinen. 100% real heißt schlichtweg und einfach, es ist einfach eine sinnlich wahrgenommene Information, die wir darstellen optisch auf der VR-Brille. Die haben aber auch keine Schmerz. Nur du erlebst das, was du jetzt hörst. Und du erlebst immer nur deine eigenen Informationen und diese Informationen sind komplett gefiltert und einseitig ausgelegt von deinem Ego. So ist. Du hast auch eine ganz eigenständige Vergangenheit, die du dir jetzt ausdeckst. Ich sage, das wirst du irgendwann mal hinnehmen müssen. Das heißt, wenn du in dem Zustand bist, in dem tiefen Glauben, dass du dieser Körper bist, wirst du mich sowieso nicht verstehen. Die nächste Stufe wäre jetzt, wo ich sage, dass du ein Spieler eines Videospiels bist, der eine VR-Brille aufhat. Ich mache mal vereinfachen, du sitzt vor einem Monitor und hast einen Joystick in der Hand. Und jetzt sage ich immer, stell dir jetzt einmal vor, dass du irgendeinen Trockennasen auf einem Computer sitzen siehst, der ein Videospiel spielt, wo er total aufpassen muss und dann dattelt der und mit dem Finger und dann wirst du merken, dass der von dir jetzt ausgedachte
kriegt sowieso nichts mit, dass er gar nicht mehr mitkriegt, dass er vor dem Computer sitzt, weil er so hoch konzentriert seine Rolle spielt in dem Spiel. Das ist immer wieder die Sache, schon die Verabrede. Ich weise jedes Mal darauf hin, wenn du die Möglichkeit hast, du dir das einmal an, so ein Extremspiel wie Sablenk, wo man dann hier mit Höhe konfrontiert wird, wie sich innerhalb bei wirklich 95% der normalen Menschen, ich bleibe jetzt wirklich, ich rede von Brösel zu Brösel, die diese Brille aufsetzen, bei diesem Beispiel mit Sablenk, die sich fast in die Hose machen, obwohl die von einer Sekunde auf die andere nur durch das Aufsetzen der VR-Brille mit einer anderen, nicht einmal annähernd natürlich erscheinenden Realität konfrontiert wird. Das ist nur 3D. Es ist noch nicht einmal fotorealistisch echt, was man durchaus machen könnte. Und sie fallen in eine panische Starre, in eine Höhenangst mit schlotterigen Knien. Da ist, als wenn der Verstand komplett ausgeschalten ist. Und du hast jetzt eine VR-Brille auf. Dein Verstand ist komplett ausgeschaltet. Du arbeitest nur von einer einseitigen Logik, die du geistlos nachgibst. Und das muss dir bewusst werden. Du musst dich darüber heben. Darum sage ich, der jetzt nur reagiert wie eine Maschine, von panischer Angst oder von Wünschen getrieben, wir haben immer zwei Seiten. Du wirst entweder von Angst getrieben zum Arzt, weil du meinst, dir könnte was passieren, dein heiligen Körper könnte was hinkommen, oder von Wünschen getrieben, dass du irgendwas erreichen willst. Und jetzt kommt das große Problem dieser Blindmachung deines eigenen Egos. Ein Satz, den findest du auf mindestens 200 Selbstgesprächen. Wenn du psychisch oder physisch leidest, psychisch oder physisch gesehen mit irgendetwas nicht einverstanden bist, das dir nicht gut geht, wird dir dein Ego immer ganz genau erklären, deine Logik, die du zum Denken benutzt, die ja gar nicht deine Logik ist, ist dein Schwamminhalt, die konntest du dir nicht raussuchen, wird dir immer ganz genau erklären, wer oder was dran schuld ist, dass dir jetzt scheiße geht. Und sollte deine Logik das nicht wissen, wird sie dich in deinem Traum in einen ständigen Wechsel von Bildern zu irgendeinem Fachmann schicken, zum Beispiel zu einem Arzt, und der muss dir dann erklären, wer dran schuld ist oder was dran schuld ist, und er muss es dann abstellen, dafür gibt es ein Geld. Psychisch wie physisch. Da ist ein blinder Fleck. Das ist der eigentlich Schuldige. Das ist das Ego selber, das dich ständig die Schutzzuweisungen macht. Und wenn ich so einfache Sätze bringe, dass ich dir zuerst einmal klar mache, die Frage nach wer ist schuld, ist die Frage, wer hat es gemacht, wer ist dafür verantwortlich, gibt es nur eine allereinzige Antwort, der sich jetzt das ausdenkt. Ja. Würde der sich das jetzt nicht denken, wäre das nämlich gar nicht da. Mhm. Dann können wir die nächste Frage machen, warum denkt er das jetzt? Und dann soll ich ganz einfach, weil sein Programm ihn das aufzwingt. Und dann machen wir nochmal einen kleinen Schritt. Dass jetzt die Einseitigkeit zum Beispiel in den Worten der Gender war. Das ist übrigens ein Thema, das ich vor 20 Jahren schon angesprochen habe, wenn mich jetzt das Wort Nazi reinschmeißt. Das Wort Nazi ist rein, dieses Geräusch, dieses Wort ist jetzt einfach einmal, und ich kann nachschauen, was das bedeutet, und du wirst feststellen, das bedeutet kaputt. Ein Nazi ist einer, der hinweislich genau auf einfach auf sein Geburtsland hingewiesen wird. Und du kannst jeder, ich sage jetzt gleichzeitig, welche Rolle, in welchem Kulturkreis du jetzt lebst, du kannst stolz sein auf dein Land, auf deine Nation, weil jede Nation, jede Geburt was ganz Besonderes ist. Ja. Ich sage immer wieder, wenn jetzt zum Beispiel hier dein Körper symbolisch gesehen wäre jetzt die Erde und deine Sinnesorgane wären verschiedene Völker. Das Augenvolk kann stolz sein, dass es sehen kann, und das Ohrenvolk kann stolz sein, dass es hören kann, und das Geschmackszungenbabbelnvolk kann stolz sein, dass es schmecken kann. Und obwohl die sich niemals austauschen können, weil das Auge kann den Ohren nicht erzählen, wie Farben aussehen, und das Ohr kann den Augen nicht erzählen, wie sich Töne anhören. Und so weiter und so weiter. Kann man diese absoluten Widersprüche wie Puzzlestücke, die sich widersprechen, zusammensetzen und was vollkommen Neues machen? Das sind uralte Beispiele von Holophilie. Was für ein Wahn verfällt Menschen, und ich spiele dir zurzeit in deiner Traumwelt, wenn du in Medien und Bassien gehst, diesen absoluten Wahn von den Heiligen von Wörtern aus, diese Boshaftigkeit, dass man das Nazi-Wort so schrecklich setzt in Bezug auf eine deutsche Vorkriegsvergangenheit, die aber, kannst du es beschwören? Meinst du, dass irgendeine Internetseite, die du mir jetzt zeigst, ein Buch, ein Geschichtsbuch, das du mir zeigst, irgendeine Beweiskraft hat? Nein.
Da kann ich dir tausendmal sagen, geh in deine Geschichtsbücher rein zu Einzeiten, wenn ein Volk einen Krieg gewonnen wurde, dann hat der Gewinner bestimmt, was richtig ist und was die Vergangenheit ist. Natürlich immer wieder nur Einseitigkeit. Und sobald einer eine andere Seite zeigt, und wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Du machst dir deine Vergangenheit und deine Jetzt-Gegenwart mit diesem Programm wie ein Computerspiel. Du bist der Mech-Chef, du bist der Rechnungsführer, du machst Berechnungen und legst alles einseitig aus. Wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt Neger sage? Neger, Negroid, habe ich so oft darauf hingewiesen, es ist einfach nur schwarz. Was für ein Wort in welcher Sprache für schwarz darf ich benutzen, weil es politisch korrekt ist, und welches darf ich nicht benutzen, weil irgendwelche Idioten, kleingeistig, einseitig nachäffende Affen behaupten, das ist eine Beleidigung. Mir kommt es gerade in Sinn, weil jetzt rede ich ganz kurz raumzeitlich hier, ich im Fernsehen dieses Gange hier mit den Beleidigten, weil einer zu Schwuchtel gesagt hat. Ich will jetzt gar nicht in die Tiefe des Wortes Schwuchtel gehen, aber es steht normalerweise für einen Homosexuellen. Jetzt ist es definitiv, ich mache jetzt nochmal eine kleine Geschichte, da gibt es Updates davon, dass ich einen Anruf kriege und der im Vatikan gearbeitet hat, eine wahre Geschichte, Namen sind jetzt nebensächlich. Es gibt einige im Holophilienkreis, einige Programme, die wissen jetzt, von wem ich spreche, und der ruft mich an und der war total entsetzt. Der hat im Vatikan gearbeitet, Insiderwissen. Und er hat aber ein Riesenproblem, dass er schwul ist. Und dann sage ich zu dem, das sieht man doch von 10 Meter Entfernung, dass du ein Schwuchtel bist. Ich habe den jetzt aber überhaupt nicht beleidigt. Das liegt gar nicht in meinen Sinn, jemanden zu beleidigen, sondern ob ich jetzt das Homosexuell oder Schwuchtel nenne, ob ich das Neger, Negroid oder Schwarzer nenne. Ich benutze einfach ein Wort in einer anderen Sprache, um was auszudrücken. Ja. Und jetzt ist es Verrückte, du bist so, wie Gott dich erschaffen hat. Du hast ein Problem damit. Weil der sich jetzt beißt mit einer katholischen Lehre und du da drin arbeitest. Und ich sage, es ist doch überhaupt, selbst die Stelle zeige mir doch einmal, und er ist sehr fähig, er hat ja Theologie studiert, in Altgriechisch und Hebräisch, habe ich gesagt, jetzt gehen wir doch einmal in deine heiligen Schriften, jetzt zeige mir doch einmal, wo da drin steht, dass Homosexualität was Böses ist. Im Neuen Testament. Geh, lass uns doch einmal ins Altgriechische reingehen und dann schauen wir mal, was da wirklich steht. So wie ich würde aufwächern. Und er war dann ganz entsetzt, dass da überhaupt, dass das was ganz, was da in der Bibel steht, dass also diese Kinderschänder, eigentlich steht da dieses Wort, wenn man es wortwörtlich nimmt, steht da nicht homosexuell, in den modernen Übersetzungen ist homosexuell so schlimm, da steht Kinderschänder. Weißt du, wer Kinder schändet zurzeit? Jeder Lehrer, jeder Professor an deinen Schulen schändet diese kleinen Geister, weil er sie zufüttert mit Lügen. Dass die Erde eine Kugel ist, die sich um die Sonne herumdreht. Und das Ganze dann teilweise hier unter christlichen Deckmäntelchen. Wir sind alle Christen. Christen wiederum sind verbunden, oder wir sind Juden. Kennt ihr nicht das erste und das zweite Gebot? Und ihr seid Trockennasenaffen, sterbliche Säugetiere. Kennt ihr nicht das erste und das zweite Gebot? Macht ihr kein Bild von irgendwas da drüben am Himmel oder von dir selbst? Ich sage, egal an was du denkst, wenn du an dich denkst, dieses Ding, an das du jetzt denkst, wird genauso sein, wie du dir das ausdenkst. Meinst du, dass wenn du jetzt an deinen Körper denkst, dass der sich, da taucht ein ganz bestimmter Körper in dir auf? Meinst du, der kann sich raussuchen, dass es so ist, wie du in dir jetzt denkst? Ja, wenn ich was zu sagen hätte, würde ich mich ja nicht krank denken. Ich sage, du hast nichts zu sagen. Du bist ein Sklave, Neo, ein Sklave deines Programms. Und dieses Programm ist ein geistlos nachgeäffter Schwamminhalt. Das ist die Welt der Tatsachen. Ob dir das passt oder nicht, mir pinkelt keiner ans Bein, glaub es mir. Du wirst irgendwann einmal begreifen, dass ich wirklich der bin, der ich zu sein behaupte. Und ich ist jetzt nicht der Gedanke Udo, den du dir denkst. Genau. Und du bist nicht der, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst, der jetzt vom Computer sitzt oder Handy in der Hand hat. Du bist der, der sich das alles ausdenkt. Der sich selbst ausdenkt, jetzt oder jetzt in die Vergangenheit denkt, als Kind. Oder sich in die Zukunft denkst, in ein Altenheim. Wo auch immer du dich jetzt hindenkst, es ist einfach ein Gedanke, den du jetzt denkst. Ja. Selbst Gott ist ein Gedanke, den du jetzt denkst, der nur existiert, wenn du ihn denkst. Das ist mit Sicherheit nicht Gott. Haben wir nicht festgestellt, Gott ist der, der sich das denkt, aber bist es nicht du? Es klingt so unendlich schlimm, aber es ist so unendlich einfach. Und darum ist auch homosexuell ist überhaupt nichts Schlimmes. Es ist einfach, es ist und es gehört zum Heiligen Ganzen und du entheiligst es. Der ganze Genderwahn mit männlich und weiblich oder divers,
Es ist krank, es ist absolut tief krank, nur durchsetzt von Feindbildern, von Hass, Triaden. Jetzt ist natürlich schon, wenn ich das Hass, das Wort Hass, hassen, wieder nur einseitig auslege. Du hast das, was du hast. Mhm. Und darum ist deine Welt so voller Hass, die du hast. Und wenn du die liebst, was du feststellen, wird sie sich verändern. Wenn du einfach beim Spaziergang durch den Zoo alles durch die Belletristik, jeden Charakter liebst, weil die wichtig sind, die Kranken brauchen wir für einen Krankenhausfilm, für eine Krankenhausgeschichte, für ein Krankenhausbuch. Es sind Gedanken, es sind nur Gedanken. Was verändern die Gedanken an dir selbst? Wenn du den ständigen Wechsel deiner Informationen beobachtest, was verändert sich an dem, der das beobachtet? Den wir uns jetzt natürlich ausdenken, der nur existiert, der Beobachter existiert nur, wenn du dir einen Beobachter denkst. Aber wer denkt sich jetzt diesen Beobachter aus? Da muss ja einer da sein, der sich einen Beobachter ausdenkt. Und jetzt, sobald du dir das denkst, muss einer da sein, der sich an ausdenkt, der sich an Beobachter ausdenkt. Du wirst feststellen, ich weise da immer wieder darauf hin, dass wenn du wirklich Geist bist, was du irgendwann einmal zuerst demütig akzeptieren, dass du selbst etwas bist, was als Ding an sich da ist, im Meer, immer ist, unveränderlich derselbe Geist, nicht gar nicht existieren kann, als das, was es ist, aber durchaus in unendlich vielen Facetten. Das ist das Meer, das immer ist und seine oberflächlichen Gedanken werden. Die 200 Gramm rote Gnede, die dieses nichtseiende Essain, Bewusstsein ist nicht existierend, demonstriert in einer Form von Vorstellung, nämlich rote 200 Gramm rote Gnede. Und das, was dich einhüllt, deine Traumwelt, das sind die Unterschiede an der Oberfläche. Und die ändern sich ständig. Und es ändert sich dabei nichts an der 200 Gramm roten Gnede. In jedem Selbstgespräch ist es drauf. Wenn du diesen einfachen Satz verstanden hättest, aber wahrscheinlich bist du zurzeit noch viel zu sehr verblödet von dem Intellekt, den fehlerhaften Intellekt, den du zum Denken benutzt. Und glaub mir, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Ja. Wer hindert dich dann eigentlich anders zu denken? Deine Logik. Immer schön logisch bleiben. Aber ist dir bisher noch nie aufgefallen, dass jegliche Form von Ärger, seelischen Leides, du erlebst, einfach immer verbunden ist mit einem Nicht-Einverstanden-Sein, mit irgendeinen Gedanken, die ich im Traum in dir auftauchen lasse? Mhm. Wenn ich immer wieder darauf hinweise, und jetzt lasse ich es dann gut sein, für den, der mich versteht, und ich lasse die Hülle für den entstehen, der mich nicht versteht, ist es so schwer, du hast es in der Hand, einfach zu schauen, wie du reagierst, und du meinst, du bist der Guter? Dann mach dir doch einfach, verlagere deinen Fokus auf jede Kleinigkeit, wo du nicht einverstanden bist. Mhm. Auf jede Kleinigkeit. Wo du zum Beispiel trampelst, weil dir was nicht schnell genug geht. All das ganze Zeug. Mach dir das einfach mal bewusst. Du sollst nichts verändern, du sollst schauen. Und jetzt nochmal, dieser Beobachter, der geistige Beobachter, schaut, ohne in irgendeiner Form zu reagieren oder das, was er beobachtet, zu werden. Du hast einen ständigen Wechsel von Bildern, es ist, und dann taucht auch eine Wertung auf. Entweder eine Wertung von deiner eigenen Logik, das kriegst du ja sofort mit, wenn dich was anwidert, ist das nicht schlimm, wenn du dich über was aufregst, oder irgendeine Wertung von einer Figur, die du dir natürlich auch bloß ausdeckst. Zum Beispiel, wenn du eine Zeitung liest, eine Kritik in einer Zeitung liest, Faktenchecker. Du müsst doch mal den Udo-Programm sehen, wenn der Faktenchecker, das ist... Ich sage ja, wie viel Scheiße habe ich mir eigentlich ausgedacht? Wie viel muss ich da noch überhaupt offensichtlich machen, wie unendlich geistlos und dumm diese Affen sind, die du Menschen nennst? Es sind Enoshad, Medim, die hebräischen Wörter für sterbliche Säugetiere, unheilbar krank. Das sind keine Adam. Du bist ein Adam. Du bist der Einzige, der Adam ist in deinem Traum. Du bist der Denker und das, was du dir ausdeckst. Sehr wenig Körper. Aber nicht einmal das ist korrekt. Weil wenn ich jetzt sage, das bist du, verwechselst dich ja schon wieder mit was ausgedacht. Du bist die Synthese von dem Adam, der eigentliche Geist. Und dann verstehst du langsam die Symbolik. Und jetzt kannst du dir nochmal eine Jesus-Offenbarung anschauen. Von, ne, einfach unten schauen, was unten an dem Update dranhängt. Und das war's dann. Und was sage ich dann wieder? Dieser Türöffner für die höhere Welt schreibt sich BD-Chat. Das heißt der Öffner, der Türöffner. Die Tür, ich öffne dir die Tür in dein eigenes Himmelreich, in das ewige Himmelreich, das du dir nicht im geringsten vorstellen kannst, weil du kannst nicht von unten nach oben sehen. Mein Beispiel mit einer chronologischen 3x3x3-Entwicklung.
Du kannst als Säugling in keinster Weise dir vorstellen, wie das ist, wenn du in die Schule kommst. Und wenn du in die Schule kommst, kannst du dir nicht vorstellen, wie es ist, wenn du in die Pubertät bist am Anfang. Und wenn du in der Pubertät bist, kannst du dir in keinster Weise vorstellen, wie du nach den Wechseljahren empfindest. Und dann ist nicht Schluss, ein Sub, sondern dann beginnt eigentlich erst was vollkommen Neues. Und ich öffne dir die Tür. Und wir nennen das Batch.